Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagna. Und Andrea Meier. Heute laufen wir auf dem Jura-Höhenweg. Da kommen wir bei der berühmtesten Linde der Schweiz vorbei, bei der Linner Linde. Wir schauen auf die Wasserflur. Hinter uns liegen die Rapsfelder. Heute wollen wir auf den Jura-Höhenweg. Wir stehen jetzt ein bisschen oberhalb der Passhöhe, der Staffeleck. Das ist einer der niedrigsten Pässe im Jura. 621 Meter hoch und hat eine tolle Aussicht. Und nicht nur das. Im Juragebirge im Kanton Aargau hat es ganz spezielle Gesteinsschichten aus dem ehemaligen Jurameer. Unter anderem Kalk, Dolomit, Gips, Ton und Steinsalzschichten. Währenddessen wir die kühle Luft im Wald geniessen, es wird nämlich langsam schon warm, halten wir unsere Augen offen. Vielleicht findet sich ja ein besonderer Stein. Ja, Andrea, wenn wir Glück haben, finden wir da so gerne versteinerte Dinosaurier drin. Ja, wer weiß. Tatsächlich gibt es hier im Aargau versteinerte Fossilien und auch sogenannte Klopfstellen, die öffentlich zugänglich sind. Ein Dinosaurier muss es jetzt nicht gerade sein. Wir geben uns auch mit kleinerem zufrieden und laufen über das Schafmatteli, über Stiermatt bis zum Katzenwinkel. All die Strassennamen erinnern uns auch immer an eine Geschichte, wie auch die Strasse, die von unten rechts mit unserem Weg zusammenläuft. Die Straße, die wir hier unten sehen, ist übrigens ein Teil der Polenstraße. Die internierten polnischen Soldaten haben die 1941 bis 1945 gebaut. Es geht am fast unscheinbaren Pass Kielholz vorbei. Hier oben werden wir etwa einmal überholt von Velofahrern. Bald sind wir aber wieder auf einsameren Weg in den Wäldern, wo uns verschiedene Frühlingsblumen begrüssen. Der Thomas haltet allerdings nach etwas anderem Aussicht. Ja, Thomas bereitet jetzt eine wichtige Szene vor. Was das ist, das werden wir gerade nachher noch erfahren. Noch wie lang? Ja, das sind improvisierte Schwerte und der Thomas ist so ritterlich, dass ich jetzt auch eins überkommen will. Es geht weiter über Zimbern und den Linnersberg. Dort oben am höchsten Punkt auf 715 Meter machen wir einen kurzen Rast. Ja, wie gut sind wir da in der frischen Luft und nicht im Stollen, oder, Thomas? Ja, unter uns verläuft der Bötzbergtunnel, der Zürich mit Basel verbindet. Auf dem Jura-Höhenweg werden wir wieder begleitet von verschiedenen Tieren. Die kann man jetzt allerdings auch sehen und sogar anlangen. Bei der Kuhweide oben runter bei Zelki sehen wir das Dorf Linn. Und dort werden wir das erste Mal interessiert begrüßt von den Vierbeinern. Dann geht es durchab zu einer Kreuzung. Dort erwartet uns ein kleiner Höhepunkt mit einer Linde, die zwischen 600 bis 800 Jahre alt sein soll. Ihr Stammumfang beträgt stattliche 11 Meter. Verläuft der Weg der Strasse entlang. Bei Maiach biegen wir rechts ab in den Wald rein und laufen vorbei an Oberredli-Brunn in Richtung Vierlinde. Dort kommen dann auch Thomas seine Holzstücke zum Einsatz. Auch wenn heute hier die Lastwagen vorbei donnern, wir sind an einem historischen Platz. Hier in der Nähe vom Bötzberg-Passübergang haben sich die einst die römischen Legionäre im Schwertkampf geübt.
uns schauen wir auf die Aare und weiterhin liegt dann Bad Schinznach. Da oben könnte man gut picknicken, aber für uns geht es jetzt zuerst noch ein bisschen weiter Richtung Hafen, Hinterhafen und Brugg. Obwohl es erst April ist, drückt die Sonne recht ab und es wird immer wärmer. Das spüren auch die Schöfe, die dankbar sind für jedes Schattenplätzchen. Da gibt es etwas. Hm? Wenig später stehen wir auch schon auf der Eisenbahnbrücke bei Umiken. Allein der Anblick vom blubbernden Wasser kühlt und erinnert an den Sommer. Unter uns fließt die Aare, das ist für die Aargauer die Pendlerstrecke der anderen Art. Ein paar lassen sich zur Arbeit treiben, sozusagen. Hast du das auch schon gemacht, Thomas? Zur Arbeit nicht, aber gebötelt bin ich auf der Aare, ja. Kurz vor Brugg bildet ein kleines Kunstwerk von der Pfadi Brugg einen schönen Abschluss dieser Wanderung. Das lassen wir gerne auf uns wirken.